Aldemar HD. Toll. Ah, fleißig arbeiten. Hey Leute, hier ist Aldemar mit My Little Blacksmith Shop. Ich habe ein Problem damit, Blacksmith auszusprechen, wie ihr hört. Der Smith. Ich kann's einfach nicht. Willkommen, ja, zu meinem kleinen Schmiedeladen. Ja, das Spiel ist eine Alpha, gibt's umsonst. Link müsste in der Beschreibung sein. Habe ich in einem Video gesehen und dachte mir, oh mein Gott, warum habe ich das bis jetzt noch nicht gespielt? Also, ja, legen wir los. Los geht's. Also wie der Name sagt, man hat einen Schmiedeladen und man muss Abenteurer versorgen mit Waffen, die man denen schmieden muss. Da, das sind die Displays, also die Varianten, die man schmieden kann. Das ist der Laden, der ist jetzt gerade geschlossen. Ja, den machen wir jetzt nicht auf. Oh, was ist das denn da? Oh, das liegt hier, liegt überall Zeug rum, das muss man erstmal einsortieren. Warte mal. So, das da rein. So, mit Rechtsklick kann man die ganzen Sachen, einsortieren. Und ich stehe ja voll auf so Physik-Sachen, ne? Ich müsste ein Spiel spielen, wo man nur aufräumen kann. Ach, gibt's ja. Biscara Clean Up Detail. So. So, einsortieren. Alles klar. Also, hier baut man die Sachen zusammen, glaube ich. Das muss man immer hier drauf machen. Hier ist der Shop, da kommen Leute rein und sagen, ah, ich will eine Zweihandachse und Polearm haben oder so. Und dann muss man nach hier hinten gehen. Hier gibt's Coins. Ich habe keine Ahnung, was wir damit machen. Und, hier ist unsere Esse. Ja, hier können wir alles erhitzen. Hier ist unsere Schmelze. Hier können die Barren gemacht werden und hier sind Kisten, da können wir, glaube ich, Sachen reintun und keine Ahnung. Und hier ist das. Der Amboss. Der Amboss. Und hier haben wir schon mal ein paar Ingots, also Barren. Na gut, ich habe mir da schon mal ein Video angeguckt, wie das geht, weil sonst müssten wir jetzt hier eine halbe Stunde gucken, wie überhaupt alles funktioniert oder noch länger. Ja, deswegen. Ja, das ist unser Pferd, Walter, das darf ich auch nicht vergessen vorzustellen. Das tollste Pferd im Walterland, in meinem Land. Ah, hier sind die Developer, glaube ich. Credits und so weiter. Caution, Extreme Heat. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was wir hier machen. Und hinten ist die Straße, da laufen die Wanderer mal lang. Aber das ist mal egal. Also die Abenteurer, nicht die Wanderer. Ja, die Abenteurer brauchen Waffen. So, zuallererst müssen wir uns eine Spitzhacke schmieden, weil wir brauchen Mineralien, ja? Und da habe ich richtig Bock drauf, in die Mine zu gehen und Erze zu farmen. Also bauen wir uns jetzt erstmal quasi eine Axt und daraus eine Spitzhacke. So, dann brauchen wir mal 3 Barren. Also ich glaube, das ist der wichtigste Schritt. Ich kann auch voll falsch liegen, also falls ihr mich als Tutorial verwendet, ich habe selber keine Ahnung. Ich gehe nur den Schritt durch, den ich mir angemerkt habe. Nach dreimal testen, wie das Ganze funktioniert, habe ich das soweit raus. Das sieht schon mal ziemlich cool aus, eigentlich. Okay. So. Oh, ja. Mann, dieser animierte Arm ist ja nicht grandios. Nein, ich habe ein Blade hergestellt. Ah! Das war falsch. Ich bin so blöd, ne? Kann ich das noch umformen? Oh Gott. Oh, was wird denn jetzt daraus? Heated Copper Large Blade. Ach, egal. So, jetzt müssen wir ins Wasser werfen. Okay, das war meine erste Fehlproduktion. So, also, ja, wenn ihr jetzt genau jeden Schritt durchgemacht habt, habt ihr auch eure erste Fehlproduktion gebaut. Ja, so, machen wir wieder an. Ich bin so blöd. Es bleibt jetzt einfach da drin liegen. Wenn ich es irgendwann brauche, sieht aus wie so ein großer Uhrenzeiger. Okay. Gut, dass der Laden noch nicht auf ist. Ja, ich habe meine Eltern gefragt, ich will unbedingt, ich habe so reiche Eltern. Ich hab gesagt, ich will einen Schmiedeladen aufmachen. Weißt du, wie das geht? Ist egal. Und dann haben sie mir halt alles gekauft. Und jetzt drücken wir Z und dann nehmen wir jetzt Large Blades. Axes. Large Axes. Ja? Desto mehr Kupfer man da drauf tut, desto größer werden die Sachen. Man kann auch nur eins drauf tun. Dann kannst du, glaube ich, Klingen herstellen. Ne? Und so weiter. So, das ist jetzt die zweiblättrige Axt. Zack, da ist sie. Ich taufe dich die beste Spitzhacke der Welt. So, die beste Hacke. So, das ist jetzt kalt. Okay. So, jetzt müssen wir das bringen hier hin. Jetzt müssen wir bringen hier hin. So. Und jetzt brauchen wir den Schaft. Ah. Du bist meine. Ah, da ist sie. Haha. So, das haben wir. So, jetzt brauchen wir diese Laterne. Beim ersten Mal dahin gehen, beim Testen, habt ihr mich nicht mitgenommen. Das ist ein großer Fehler. Ach, guck mal, das ist sogar eine Uhr. Ach, hier gibt es auch Nacht und so. Oh Mann. Oh Mann. So, okay. Das ist unser Kutschen. Jetzt nehmen wir eine Kiste mit. Ah, da ist sie. Okay, das geht nicht so gut. Man kann sie leider nicht ins Inventar tun oder so. So. Dann brauchen wir Kisten. Nehmen wir mal 2 mit. Ne, eine, oder? Nehmen wir mal 2 mit. Man weiß ja nie. So. Das ist unser Pferdchen, Walter. Bist du bereit? Da hinten ist die Mine. Man muss nur gerade ausfahren. Und wenn wir da angekommen sind, sind wir ungefähr bei dem Stand, wo ich war.
wo ich fertig war mit dem Testen. Hoffentlich funktioniert das. Hoffentlich dreht die Physik-Engine jetzt nicht durch. Ich muss mal abspeichern. Aussteigen, abspeichern. Das muss man immer machen, am besten bevor man den Karren besteigt. Ja? Es ist halt Alpha. Und diese Alpha ist sehr, naja. Problematisch, was diesen Karren betrifft. Oder durch den Boden fallen. Hier gibt es auch Holz überall. Wir müssen uns auch eine Axt herstellen, damit wir, Griff und so herstellen können. Ich weiß gar nicht, ob wir auch Unterhalt irgendwie abgeben müssten. Ich meine ja, oder Essen oder so. Das wird bestimmt vielleicht noch implementiert, weil... Oh, der ist dann am Wald. Oh Gott. Das gesehen? Da vorne. Bin gespannt, ob sowas auch noch kommt. Aber ist mal egal, wir spielen jetzt erstmal. Es gibt auch... Man kann auch irgendwie einkaufen. Guck, hier gibt es ein ganzes Dorf. So, man soll auf jeden Fall den Karren drehen, bevor man Erze einlädt. Ja? Das habe ich gelesen. Das war, ich habe quasi gelesen, wie man Fackeln herstellen kann. Und habe gehört, dass halt diese Laterne im Haus steht. Also wir sollten diese eine Laterne niemals verlieren. So, jetzt drehen wir. Komm, Walter. Vorsichtig. Sodass wir nur noch gerade auslaufen müssen. Okay. Dismount. So, jetzt können wir, glaube ich, die Sachen einfach... Oh nein. Ah, geht. Mein Gott. Laterni! Nein! Laterni! Komm zu mir! Nein! Ich bin hier drin, Hilde, hol mich! Ich hole dich doch! Laterni! Ach, Gott sei Dank. Okay, Laterni. So, Laterni, du kommst jetzt in die Kiste. Ah, das ging doch nicht. Okay. Gut, dann werf erstmal Laterni rein. Hör! Jetzt, irgendwie kann man die auch werfen, glaube ich. Hm. Okay. Meine Güte, ist aber echt duster, aber das ist schon mal... So, hier ist nämlich das erste Ohr. So, wenn ich jetzt da dreimal drauf hole, sind wir jetzt bei dem Status, wo ich war, wo ich aufgehört habe. So, jetzt brauchen wir die Kiste. Die hatte ich beim letzten Mal nicht dabei. Da musst du natürlich die Sachen einsortieren. Ich meine, wenn die Laterne noch nicht mal da drin bleibt, wie sollen dann die Ärzte da drin bleiben? Wir werden es sehen. Mann, ist das duster. Laterne, ich sehe nichts. Ah, da ist sie. So. Hier auch irgendwie irgendwo. Kannst auch irgendwie dich hochstellen. Man kann auch irgendwie rotaten, aber... Will auch gar nicht mehr hängen. Ist hier irgendwo so Halterung? Toll. Okay. Kupferader. Guck. Jetzt fällt das da raus und jetzt... Bam. Ist das geil. Oh mein Gott. Ja, ist das toll. Das ist ein bisschen wie bei Eco, muss ich sagen. Ich habe bei Eco nie so lange gespielt, aber es war ja so grob. Toll. Laterne mal. So. Das war's, ja? Stone. Egal, wer weiß, ob wir Stone brauchen. Das ist alles Stone. Das ist ja alles Stone. Wie viel Kupfer waren da drin? Eins? Stone. Was soll ich mit Stone? Raus da! Ich weiß nicht, warum steht da 100%? Vielleicht brauche ich das ja für irgendwas. Sollen wir das mal einlagern? Sollen wir gucken, wie wir das rauskriegen? So. Left click, open lid. Lid? Haben wir es jetzt geschlossen? Ach, wir haben den Deckel geschlossen, tatsächlich. Also ist kein Deckel da, aber... Wie cool. Also, jetzt ist das... Krass. Tatsächlich, guck. Und was, wenn ich das jetzt aufmache? Wenn das da drin liegt? Warte. Wie cool ist das denn? Abgefahren. Cool, jetzt können wir uns einen Karren voll beladen. Yeah! Was denn, wenn ich die Lampe in die Kiste tue? Macht die dann immer noch Licht? Soll ich mal die Kiste irgendwie wieder hinstellen? So. Guck mal, so können wir sie auch tragen. Haben wir noch irgendwas? Ich hab's nicht gesehen. Ha, Kisti! Guck mal hier. Oh, Licht. Ich sehe was.
Okay. Hallo? Ist hier jemand? Okay. Iron. Okay. Wie lange braucht das denn überhaupt? Ach, da können wir nichts mit machen. Iron. Okay, Kiste holen wir, sobald wir was finden. Auch noch mehr Kupfer. Kupfer, da. Guck mal da. Man muss da genau draufhauen, oder was? Nee. Blödsinn. Die Frage, ob wir überhaupt... Ich glaube, wir brauchen gar keinen Stein. Das ist Blödsinn. Kappa. Rechtsklick. Ich glaube, es gibt doch hier irgendwo Kohle. Das habe ich auch in einem Video gesehen. Vielleicht wollen wir noch... Habe ich schon ein Video gesehen? Vielleicht wollen wir noch... Nein. Doch, komm, jetzt muss alles mit. Aber wie krieg ich das? Ich krieg das doch niemals mehr aus dem Karren raus. Ist mir gerade so eingefallen. Im Ernst, ist das alles? Wir haben ein Kupferdingen. Oh je. Oh je. Ich glaube, Stein brauche ich nicht. Warum habe ich den überhaupt mitgenommen? Ein Kupfer. Es ist unfassbar. Das ist doch eine, das ist eine Tür. Oh, was haben wir denn hier? Kupfer. Bestimmt immer eine Prozentchance, wie das da rausfällt, der 1. Also ich meine, manche Ressourcen werden respawned. Ah, sehr gut. Ach, da tun wir jetzt nur noch Kupfer rein. Raus. Ist mir egal. Muss ich das Kupfer nur finden, wo das hingeflogen ist. Stone. Stone. So, Copper. Tun das mal. Also erstmal gucken, ob hier alles. Ja, da war noch ein Stone drin. Sehr gut. So, jetzt noch das eine andere Kupfer. Natürlich einmal um die Welt geflogen. Ah, toll. Ich muss die Kiste ja auch auf meine Art entleeren. Ist natürlich das, was am weitesten geflogen ist. Das haben wir 3, glaube ich, oder 2? 3, glaube ich. Was ist das denn da? Copper Wayne! Wäre auch ein bisschen krass, wenn da so viel drin wäre. Stone. 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 Kupfer. Kupfer. Das gibt's doch nicht. Womit heißt es dann Kupferader, wenn da noch nicht mal 1 drin ist? Es ist unfassbar, unerhört. Okay. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig mit euch. Was haben wir hier? Kupfer. Komm schon. Ja! Oh mein Gott, direkt wegbringen. Sehr gut. Noch ein Kopf. Achso, ich habe da nochmal draufgehauen, gerade aus Versehen. Aus Versehen. Okay. Oh mein Gott, was eine ertragreiche Quelle. Wäre cool, wenn man irgendwie die Mine erweitern könnte. Anscheinend gehört die mir ja. Meine Quelle. Mine, Quelle. Meine Quelle auch. Meine Güte. Mein Gott, Mine. So, was haben wir hier? Tin! Es ist grün? Warum ist das grün? Zinn? Machen wir nicht aus Zinn und Kupfer Bronze? Das geht auch nicht. Warum geht das nicht? Die ist grün, aber warum? Brauchen wir irgendwie eine spezielle Axt oder so? Komm, wir bringen das erstmal zurück. Ja? Stein. Ich habe ja schon ein bisschen Steine mitgenommen, so ist es ja nicht. Okay. Gehen wir raus. Erstmal raus. Ich will jetzt erstmal was schmieden. Wir kommen ja wieder. Keine Sorge. Hoffentlich finde ich raus. Da. Ah. Licht. Regen. Ich sehe Regen. Oh nein. Ah, ich dachte schon, es wäre ganz Nacht. Jetzt hoffen wir, dass das funktioniert.
Ich speichere mal lieber ab. So, und los geht's. Höher! Ich wundere, wenn wir jetzt die Hälfte verlieren, Walter. Der Karren spinnt auf jeden Fall schon mal. Du gehst doch geradeaus, oder? Karren schleudert so. Schaffst das schon? Ob es hier noch mehr Minen gibt? Copper Pickaxe. Man kann auch andere Legierungen kaufen. Also, ich meine, Ressourcen kaufen. Vielleicht muss ich das machen. Ja? Kann ja sein. Walter, sollen wir so einen Stock mitnehmen? Ho! Mal speichern, wir haben es bis hierhin geschafft. Ich habe auf jeden Fall... Ja, nee, das geht noch nicht. Wir brauchen eine Axt. Vorher wackelt. Ich glaube, ich sollte die nicht mehr so da reinpacken. Das ist nicht gut. Gibt leider noch nicht so viel Sounds. Gibt nur den Hammer. Sound. Minen. In der Mine gibt es ein bisschen was. Und, man hört hinten ein paar Grillen und so. Ein Vögel. Halt hoch! Brr, brr, brr. Ich kann nicht dismounten. Nicht gut. Ah, mein Gott. Müssen wir warten, bis der irgendwie sich beruhigt. Kann er da nicht da drauf so richtig? Warum erstmal die Kiste muss erstmal dahin zum Ofen? So. Okay, dann brauchen wir jetzt mal kurz. Da. Oh, guck mal. Kappa. Oh, ich glaube, die Steine verschwinden. Tatsächlich. Okay, die brauchen wir gar nicht. Gott sei Dank. Das nimmt uns das ab. Ist das cool. Brauche ich eigentlich Kohle? Brauche ich die Kohle überhaupt? Ich brauche die Kohle bestimmt zum Schmelzen, oder? Oder reicht da auch Holz vielleicht? Oder wie geht das überhaupt an? Hier ist gar kein Blasebalg oder so. Ach, die Lampe. Wunderbar, weg da. So, wie geht das jetzt hier? Das Holz. Guck mal, da ist so ein Abenteurerin mit pinken Haaren. Oh Gott, warum haben die immer pinke Haare alle? Aha. Aha. Turn on. Geht nicht. Coal. Ha! Also braucht man Coal dafür, aber das ist auch Holz. Der ist jetzt an, ja? Okay. Das jetzt da rein? Aha. Ach, wie cool! Da! Oh mein Gott, das funktioniert! Kampfmusik. Ist das cool. Oh, da ist einer rausgefallen. Er ist weg. Für immer. Guck mal, ihr produziert die einfach nach. Super. Los, produziere! Produziere Ingots! Ja, tatsächlich. Das ist geil. Die ploppen einfach raus. Wenn das so einfach wäre. Aber es ist ja alles ziemlich einfach hier. Und der schmiedete, was das Zeug hielt. Meine Güte, ist das viel Kupfer. Wir haben aber echt viel gefarmt. Ich kann einfach die Kiste da drunter stellen, dann fällt alles immer da rein. So, ich habe eben noch einen verloren. Laterni, hilf mir mal suchen. Nicht, dass das von meinem Grundstück runtergerollt ist. Irgendwie gegen den Baum. Und dann... Ich kann mich auch getäuscht haben und es war nur ein Blatt, das durch die Kiste gebackt ist. Ich werde dich irgendwann wiederfinden. Kleines verirrtes Stück Kupfer. Wenn es Tag ist vielleicht. Wir gucken mal. Irgendwann mal. Ich könnte auch Rasen mähen, aber da fällt alles raus. Okay. Brauchen wir mal gerade Kiste. Ich weiß nicht. Irgendwie kann man noch drehen, glaube ich. Aber warum nicht? So. 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 Meine Güte. Oh, shit. Kann ich richtig stapeln jetzt hier? Doch immer mehr. Oh, das sieht nicht so gut aus. Guck mal, wenn man sie hochhält, ist ganz gut.
sieht man viel mehr. Sowieso gerade warten. Ah ne, ich glaube, da ist nichts rausgefallen. Ich habe mich getäuscht. Okay. Wir könnten direkt hier die Schmiede aufbauen. Können wir direkt daraus Sachen schmieden. Ja? Wie viele kommen denn noch raus? Meine Güte, wie lange ist die Kohle da? Ach da. Läuft ab. Das war's. Okay, machen wir aus. Kann die Kohle noch ein bisschen, so. Geil. Ich denke immer direkt an so Schwertschmiede-Szenen in Herr der Ringe oder so. Ja? So. Oh. Jetzt vorsichtig über mir auskippen. Ich schüttel gerade. Man sieht es leider nicht. Okay, Kiste weg. So. So, dann sortieren wir mal. Oh mein Gott, das ist der beste Part, ja? Das ist der beste Part überhaupt. Schade, dass das alles so duster ist. Aber ist mir egal. Ist halt immer, ich habe immer Angst, dass YouTube skaliert das immer runter. Also falls ihr echt wenig seht, ist das halt so. Ich kann es hier ändern. Ich kann auch Gamma hochdrehen, aber mehr gibt es hier nicht. So, fachgerecht sortiert. So, unfassbar. Es tut mir leid. Wir kommen nicht dazu, den Laden zu öffnen. Das machen wir in der nächsten Folge, okay, Leute? Unfassbar. Also, Leute, nächste Folge gehen wir in den Wald und werden wahrscheinlich ein bisschen Holz besorgen müssen, damit wir Schäfte und so herstellen können. Und dann werden wir den Laden öffnen in der nächsten Folge von My Little Blacksmith Shop. Okay, Leute, bis dahin. Haut rein. Oh, ich kann sleepen.